In diesem Paket erhält ihr euer Produkt. Wenn ihr das dann öffnet, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, Freunde, am besten mein äußeres Erscheinungsbild nicht allzu sehr mustern. Das sieht genauso fertig aus wie Nadja Haufendörfer. Eigentlich mein restliches Aufnahmezimmer hier. Ich komme gerade direkt aus dem Urlaub in Obertauern und ich sag ja, es ist wieder mal ziemlich eskaliert. Also neben Überraschungsbesuchen, Limonade, Getränken und Rappern ohne Maske, denen das erste Piece meiner neuen Modemarke übergeben wurde, mehr kann ich dazu nicht verraten, ist noch einiges mehr vorgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das ganze Video, der ganze Vlog des Wochenendes gibt's jetzt auf meinem neuen Zweitkanal. Max the Billion, liebe Freunde, das Video habe ich euch jetzt hier unten verlinkt. Abonniert auf jeden Fall sofort den Kanal, um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen, denn hier wird es jetzt zukünftig sehr, sehr viel geben, was Vlogs und Reactions betrifft. Vielleicht werde ich da sogar aktiver sein als hier auf meinem Hauptkanal. Ja, das war im Prinzip schon der ganze Plug, den ich jetzt noch bringen möchte. Freunde, wir haben heute ein wichtiges Video vor uns. Ich werde zuerst mal die Probleme ansprechen, die sich mit meiner neuen Modemarke wieder einmal ergeben haben. Alles bezüglich des Drops, der ja morgen stattfinden soll, theoretisch. Und den ganzen Problemen, die da vorgefallen sind. Und zum Schluss gibt es dann nochmal ein Unboxing. Ja, es ist soweit. Ich werde euch das erste Piece oder eins der Pieces meiner neuen Modemarke MEM zeigen, es unboxen und euch gleich mal das Gefühl vermitteln, das ihr bekommt, wenn ihr bei MEM bestellt. Okay, ich will jetzt gar nicht mehr länger quatschen. Wir fangen direkt mit dem Problem an. Nein. Es wird am 5. Dezember, also morgen, keinen Drop geben. Am 29. November hätten die Produkte aus Portugal ankommen sollen. Direkt einen Tag vorher haben wir von der Firma bzw. von der Wäscherei in Portugal das No-Go bekommen. Also nicht das Ja, die Produkte sind unterwegs, sondern nein, wir schicken die Produkte erst Mitte des Monats weg. Ja, war für mich natürlich extrem scheiße. Nicht nur, weil alles schon getimt wurde, weil alles geplant wurde, sondern natürlich auch hauptsächlich wegen euch. Ich habe euch versprochen, die Produkte kommen. Ich habe jetzt schon dreimal das Ganze verschoben. Einmal musste ich es verschieben auf September, dann musste ich es verschieben auf Ende November und jetzt verschiebe ich es auf Mitte Dezember. Es tut mir fürchterlich leid. Zum Großteil, weil es eine falsche Kommunikation gegeben hat, was zum Beispiel die Hoodies betroffen hat. Sie dachten, sie produzieren ganz normal schwarze Hoodies, aber nein, sie mussten Stonewashed Hoodies produzieren. Dazu gab es aber noch keinen vorhandenen Produkte. Das heißt, es musste eine eigene Produktentwicklung gemacht werden, um hier diese Hoodies so herauszubringen, wie sie jetzt herauskommen. Wir haben da was ganz Besonderes am Start und deswegen habe ich diese Verzögerung einfach in Kauf genommen. Dass jetzt nochmal 14 Tage mehr entstehen, das liegt an der Produktionsfirma. Bei den Portugiesen, ja, die sind, was Zeitpläne betrifft, nicht so ganz effizient, wie wir das in der deutschen Region handhaben. Das ist leider der Vorfall. Das heißt, ja, Drop kann ich euch fix sagen, der wird ganz einfach 1:1 genauso lang verschoben, wie das die Portugiesen gemacht haben. Er findet nicht am 5., sondern am 19. Dezember statt. 19. Dezember, der Drop der neuen Modemarke MEM. Ich verspreche, dass sich das nicht mehr verschieben wird. Und am Sonntag davor, das ist der 15., da gibt es dann das Promo-Video zur neuen Kollektion Mexican Standoff von MEM. Models sind am Start, die Location ist gebucht, hier wird einiges an Kohle ausgegeben, um ein wirklich, wirklich nices Video daraus zu machen und auch die Storyline dahinter gut rüberzubringen. Denn ihr wisst, die Kollektion heißt Mexican Standoff. Mexican Standoff ist eine Pattsituation zwischen drei Parteien, die sich gegenseitig mit der Waffe bedrohen. Niemand kann gewinnen, keiner kann verlieren. Zwei dieser Parteien sind zwei verfeindete Banditenparteien aus dem mexikanischen Western, die sich hier bedrohen. Und als dritte Partei entfolgen dann noch amerikanische Sheriffs, die eine Einheit bilden und sich dann gegenseitig bedrohen. Und zu jedem einzelnen dieser unterschiedlichen Gruppierungen gibt es Logos, die verkörpern dann den mexikanischen Western und natürlich auch die Paz-Situation Mexican Standoff. Gut, ich will aber gar nicht mehr länger über die Kollektion quatschen. Wie gesagt, 19. der Drop, einen Tag zuvor am 18. gibt es dann noch ein Video, in dem ich jedes einzelne Piece nochmal herzeige, auf die Größe und auf den Preis eingehe. Nicht mehr länger quatschen, schauen wir rein, oder? Schauen wir uns das lang erwartete Ding an. Ein Piece, eins der Parteien der Kollektion Mexican Standoff, die Sheriff-Partei. Hier habe ich schon das Paket, so wird das bei euch zu Hause ankommen. Ich möchte nur ganz kurz einen Vergleich anstellen mit hochpreisigen Marken, wie zum Beispiel Louis Vuitton oder auch Represent, eine Marke, die auch nicht unbedingt billig ist, die verschickt ihre Produkte in so einem Karton. Da drinnen gibt es dann einen Plastiksack und eure Bestellung. Ja, das mit dem Plastiksack kennen wir auch von anderen, auch deutschen Modemarken. Allerdings, wenn man bei MEM bestellt, bekommt man nicht nur diesen Karton, sondern in diesem Karton, wenn man den dann aufmacht, befindet sich dann die wahre Box.
die MBM Magnetbox. So, ich nehme die jetzt mal hier heraus. Wenn ihr euer Produkt bestellt habt, in diesem Fall ist es ein Hoodie, dann erhält ihr diese Magnetbox mit dem in Silber eingravierten MBM Logo. Man sieht hier jetzt auf der Seite diesen Magnetverschluss, also eine sehr hochwertige Box, die im Preis ja auch nicht unbedingt billig war. Habe ich anfertigen lassen, Qualitätsware aus Deutschland. In diesem Paket erhält ihr euer Produkt. Wenn ihr das dann öffnet, habt ihr in Seidenpapier eingehüllt eure Bestellung. Wie schon gesagt, das ist der Hoodie. Und wenn wir jetzt dieses Papier entfernen, dann lacht uns hier jetzt schon der Stonewashed Hoodie entgegen. Und vorne sieht man dann zum Teil dann schon das Frontlogo. Der Hoodie ist sehr, sehr nice, ich nehme den mal heraus. Wie schon gesagt, das ist ein neues Produkt, das hat diese Firma in dieser Art und Weise noch nicht produziert. Uns war es sehr, sehr wichtig, einen einzigartigen Stonewash zu erhalten und trotzdem die Qualität beizubehalten. Wenn ihr ihn dann anhabt, merkt ihr auch die Dichte und die Dicke des Materials und es fühlt sich dann einfach hochwertig an. Also auf alle Fälle ein Erlebnis, wenn man bei MBM bestellt. Das kann ich schon mal sagen. Vor allem deswegen, wenn man 100 Jahre drauf wartet. Das ist der eine Hoodie. Wer sich selbst spoilern möchte, kann natürlich auf MaxOBMe vorbeischauen. Ich habe aus Oberzaun ein Bild mit einem Hoodie hochgeladen, der zu 90% dann schon den Hoodie darstellt, der wirklich dann auch am 19. erscheint. Ist eine zweite der drei Parteien auf meinem Instagram-Kanal wiederzufinden. Und Freunde, abonniert auf jeden Fall MBM Vienna Seite am Start. Es tut mir leid, dass ich das Video mal verschieben muss, aber beim 19. bleibt es diesmal fix. Wenn ich es ändern könnte, wäre ich schon längst in Portugal und würde den richtig Feuer unterm Arsch machen. Ich kann es trotzdem nicht ändern. Ich hoffe, Freunde, ihr bleibt weiterhin hyped, ihr bleibt weiterhin MBM treu, ihr habt weiterhin. Ich bin gespannt, wie schnell das Ganze weg ist. Ich freue mich irrsinnig auf den Job. Ich werde jetzt noch die nächsten Wochen richtig reinhasseln, damit sich das auch alles ausgeht. Und ihr kennt mich, ich bin auf jeden Fall am Start. Ich brenne für diese Marke, ich brenne für das, was die Marke darstellt. Die besten Stoffe aus Portugal, der beste Druck und der beste Stick aus Wien. Ich bedanke mich fürs Zusehen, liebe Freunde. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video und wir sehen uns am Freitag mit einer Reaction. Danke vielmals fürs Zusehen. Checkt meinen Zweitkanal ab, Maxabilian. Auch hier nochmal das neue Video, der Vlog des Wochenendes verlinkt. Also schaut auf alle Fälle vorbei. Das war's von mir, euer Maximilian. Hallo Crow. Hallo.